Hallo meine lieben Aufbau- und Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Anno 1800, hier immer noch in der Beta. Das ist ziemlich der letzte Tag davon, wo ich das Spiel zum ersten Mal, oder in dem Fall jetzt hier die Beta, die Demo zum ersten Mal spielen konnte. Wir machen weiter, bauen uns gerade eben hier immer noch in Calapé. Achso, deswegen so heißt unser Ort heißt Calapé. Okay, jetzt weiß ich, warum da vorhin Calapé in der Zeitung stand, weil wir so heißen. Okay, das sehe ich jetzt erst. Schön, dass ich ja als Bürgermeister so viel Ahnung von meiner Stadt habe, ne? Jetzt habe ich gelernt, wie sie heißt. So, wir warten immer noch darauf, dass wir hier endlich Vollbeschäftigung haben. Beziehungsweise keine Arbeitslosen mehr. Aber das ist gar kein Problem, wie ihr seht, ne? Wir haben jetzt hier so langsam aber sicher Auslastung unserer Wohnungen. Und ja, die Leute beschweren sich nirgendwo mehr, dass sie keine Arbeit hätten. Hier haben wir jetzt auch... Ne, hier steht gar nicht mal dran, oder? 25? Das scheinen auf jeden Fall normale Arbeiter zu sein. Hier sehen wir auch... Oh! Hier steht... Was ist denn das hier eigentlich für ein Zeichen? Ich weiß nicht. 50 ist die Worker Force. Es steht nicht wirklich dran, wie viele Leute da arbeiten. Das ist interessant. Aber das steht wahrscheinlich auch nur dann dran, wenn die halt quasi wirklich voll sind, ne? Denn ich glaube, wir haben eine ganze Menge... Ja, wir haben schon eine ganze Menge an Worker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also wir haben 80 Worker. Also die gehen jetzt halt einfach da hinten hin arbeiten. Und machen dann einfach ihr Ding. Das wird sein. Bei den anderen Gebäuden, Moment, müssen wir gerade mal gucken. 24 und 25. Die werden auch alle gleichmäßig verteilt, wie es aussieht. Ich könnte jetzt hier versuchen, nochmal irgendwo Leute anzusiedeln. Ich muss aber mal ganz kurz gucken, wie es mit der Nahrung aussieht. Also Fisch haben wir wahrlich genug. Moment, früher könnte man das doch mal erweitern, oder? Kann ich das erweitern? Loading Rams Use? E-Tips? Was macht der hier? Equipped in Trade Union. Effect Queries and Oil Wells. Production 25%, Maintenance bis 25%, okay. Also in einer Trade Union. Ich müsste ja mal so eine Trade Union bauen. Das hat dann einen Effekt auf all diese Gebäude hier, die wir gerade eben sehen. Okay, das ist cool. Das heißt also, ich könnte jetzt hier, wenn ich das irgendwie da reinkriegen würde, was ich nicht tue. Halt auch, weil es auch Bricks kostet, ne? Wir haben nicht genug Bricks. Der Platz reicht auch nicht. Also hier würde es rein vom Platz her hingehen. Also es wäre schon nicht schlecht, aber ich denke... Aber was haben wir denn hier? Unsere Schaffarm. Wenn ich jetzt halt eine von diesen Schaffarm-Dingern hier auf die andere Seite packen würde, dann könnte man das machen. Also die Trade Union können wir momentan noch nicht bauen. Aus Platzgründen. Und was wir auf jeden Fall noch brauchen, ist mindestens noch ein weiteres Farmer-Gebäude. Eine Farmer-Residence. Aim safe. Aim safe. Bauen wir da nochmal zwei. Das durfte dann auf jeden Fall reichen und die Leute haben dann quasi jetzt hier endlich... Also, beziehungsweise die Arbeitsplätze haben dann endlich quasi Auslastung. Wir bekommen auf jeden Fall schon mal jetzt hier quasi all ihr Zeug, was sie brauchen. Und so wie es aussieht, scheint es auch nicht genug zu sein, was sie produzieren. Ne? Produziere immer noch hier genügend Arbeitsklamotten. Das hier wird, also Wolle wird überhaupt nicht irgendwie gespeichert, sondern die verbrauchen wir direkt. Holz wird direkt quasi hier in Timber umgewandelt. Wir haben immer noch genügend Fisch. Das ist sehr, sehr effizient. Das gefällt mir. Wir haben keine Kartoffeln, aber dafür haben wir ein bisschen Schnaps. Wir bauen langsam Schnaps auf. Das läuft. Fällt mir. Wie sieht es hier aus? Kann ich das endlich bauen? Yes, jetzt kann ich das endlich bauen. Das heißt, wir werden jetzt auch mehr Worker bekommen, weil die nämlich jetzt hier Wurst bekommen in absehbarer Zeit. Und das wird sie glücklicher machen. 1, 2, 3, 4 Schritte. Also ich nehme mal an, dass ich noch 12 hochkomme durch die Wurst. Ah ne, hier sehen wir es. Plus 3. Plus 3 steht da dran. Ah, okay. Das heißt also, man kann schon vorher sehen, was einem das bringt.
Das finde ich jetzt sehr, sehr cool gelöst. Gefällt mir. Hier fehlen jetzt halt noch Arbeitskräfte. Boah, da müssen 50 Leute arbeiten. Hoppala. Okay, es werden aber auch noch Leute kommen. Wir dürfen nicht vergessen. Dadurch, dass die jetzt Wurst bekommen, werden sich mehr Leute ansiedeln. Diese Leute, die sich mehr ansiedeln, werden wiederum in der Wurstfabrik arbeiten. Also deswegen ist das momentan am Anfang noch mal ein bisschen ineffizient. Wird dann aber wahrscheinlich effizienter werden. Wir behalten das Ganze hier im Auge. Attraktivität, natürlich. Ne? Eine Schlachterei hat eine... So, ich wollte gerade sagen, wäre ein Plus, nein, ist ein Minus. Ja gut, dann macht Sinn, dass das natürlich jetzt hier quasi eine verringerte Attraktivität für die Nachbarschaft letzten Endes auslöst. Das macht absolut Sinn. Ich meine, wer will schon gerne quasi neben einer Schlachterei leben, wo man dann quasi die Schweine dann quasi sozusagen im Todeskampf quieken hört. Ist nicht besonders schön, unabhängig davon, ob man jetzt gerne Fleisch isst oder nicht. Aber es ist nicht schön, wenn man das regelmäßig mitbekommt. Oder überhaupt mitbekommt. Habe ich früher auf meinem Schulweg immer mitbekommen. Da musste ich immer an einer Schlachterei vorbei und es war halt immer morgens um 6:30 Uhr quasi, um 6:30 Uhr, ich musste zum Bus. Und da wurden halt die Tiere immer angeliefert. Und wenn die halt, manche von den Tieren haben es halt gerochen, was passiert, ne? Das war dann nicht so cool, sage ich jetzt mal. Aber ich möchte jetzt hier niemand quasi den Appetit quasi auf Fleisch oder sowas wegnehmen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich selber esse auch Fleisch und Wurst, obwohl ich schon mal in meinem Leben Vegetarier gewesen bin. Also damals. Ich wurde damals tatsächlich dadurch auch Vegetarier. Das war wirklich, hat für 8 Jahre Vegetarismus in meinem Leben gesorgt. Das, da mag man halt quasi schon, wie gesagt, also ich, zumindest für mich war es halt so, für jemand anders mag das wahrscheinlich nicht so relevant sein. So, wo ist jetzt meine Wurst? Wurst? My basket is flowing over. Noch haben wir keine Wurst. Ich möchte das Ganze mal beobachten. Hier wird auf jeden Fall das Zeug von A nach B getragen. Ich habe keine Ahnung, wo die das jetzt hier hinschleppen. Hier werden jetzt Kisten getragen. Die sind jetzt bei 54%. Also wie gesagt, ich würde auch erwarten, dass die über 50% kommen in Anbetracht der Tatsache, dass sie hier 32 von 50 haben. Ich würde sogar eher sagen, die kommen am Ende auf 60%. Dann die Schweine eigentlich auch in Kisten zu denen hingebracht. Ich muss gerade eben hier mal nachzusehen, was hier los ist, ey. Guck mal, wie viele Leute da sind. Da müsste ich echt mal die Leute versuchen durchzuzählen, um rauszukriegen quasi, ob hier wirklich jeder einzelne Leute eigentlich anklicken. Da haben die Namen. Ah ne, schade. Ich kann diese Leute also nicht alle einzeln anklicken. Schon bei 57%. Ah, hier sehen wir quasi auch schon mal, wo das hingebracht wird. Das wird hier hingebracht. Cool. Und hier haben wir direkt den Weg durch diese gelbe Linie hier zu dem hier. Alles klar, das gefällt mir. So, die Wurst ist immer noch nicht da. Aber doch, jetzt bekommen die Leute Wurst, wie ihr seht. Und jetzt ist auch hier schon der erste hier, der einzieht. Also, wie gesagt, mein Plan funktioniert. Wilder Trade Union. Okay, wir müssen also doch eine Trade Union bauen. Ja, komm, dann bauen wir halt diese vermaledeite Trade Union. Und sorgen halt dafür, dass das hier halt einfach nur so ist. Jetzt müsste die Trade Union ja theoretisch da reinpassen, ne? Nein, tut sie nicht. Kann ich rotaten? Ich guck mal ganz kurz. Wir gucken mal ganz kurz gemeinsam die Optionen. Das muss ja irgendwie dran stehen. Rotate Camera. Nein, das ist die Camera. Muss doch irgendwo dran stehen, die man hier. Build Residence, Build Road. Toggle Gewöhns. Rotate Building. Ah, Komma. Okay. Es ist das Komma. Mal gucken, ob das wirklich stimmt. Ja, es ist das Komma, Leute. Es ist das Komma. Aber das Doofe ist, es passt halt hier trotzdem nicht rein. Okay, unsere kleine Schaffarm wird verlegt werden müssen. Wenn wir... ja, früher oder später müssen wir das ja sowieso machen, ne?
Also gut, dann wird jetzt die Schaffarm hier nach draußen verlagert, hier neben die Schweinefarm. Neben die Schweinefarm. Einmal. Zweimal. Dreimal. Das scheint auch zu gehen. Kann ich das jetzt damit zum Teufel jagen? Und Moment, dann kann ich jetzt aber auch die Straße hier zum Teufel jagen. Die braucht nämlich jetzt ja kein Mensch mehr. Wir sind jetzt schon hardcore hier am Umbauen. So früh. So, sehen wir mal, die Trade Union verbessert all diese Gebäude hier und ihre Effizienz. Das ist nicht mal blöd. So, das ist mal was. Und jetzt soll ich das Ding irgendwie damit equippen. Equip an item to a trade union. Aha. Okay. August, you outdo yourself. Ja. You outdo ourself. Okay, ich weiß nicht, was outdoen heißt, aber ich schätze mal, es ist ein Lob. Kann ich nicht anders interpretieren. Ja, ihr seht, es gehen hier die Arbeitskräfte hoch. Also wie gesagt, mein Plan funktioniert hier. Ein kleiner Hafen. Ah, da sind wir. Please don't leave your crate unattended, sir. Können wir dann hier ein Kai bauen? Wir können ein Segelschiff-Manufaktur bauen. Ein Depot ab 150. Ein Hafenmeisterbüro und Mounted Guns. Dann können wir unsere ersten Verteidigungsanlagen hier auf den Plan rufen. Das ist ja mal nice. So. Ich bin echt im Überlegen, ob wir nicht alles jetzt hier nach draußen verlagern sollen, ne? Also inklusive... Wisst ihr was? Wir machen jetzt hier mal eine größere Umbauaktion. Wie gesagt, hier haben wir genügend Holz. Das Holz wird jetzt benutzt werden. Beziehungsweise als allererstes machen wir jetzt hier mal so eine T-Kreuzung. Bis hier so in etwa. Dann bauen wir jetzt hier eine Holzmanufaktur so hin. Dann mache ich hier das Sägewerk hier direkt hier so hin. Dann kann ich nämlich das hier abreißen. Und das hier abreißen. Das wird jetzt teuer für kurze Zeit. Das muss uns klar sein, das ist mir auch klar. Dann will ich ja die Kartoffeln anbauen. Das mache ich dann direkt hier so. Oder? Hier so. Nicht vergessen, ne? Die Straße soll ja auch hier so weitergehen können. Hope it's not gruel today. 3, 6, 9. Viele? Haben wir jetzt 18. Game save. Wir sind jetzt 41. Das ist schon krass. Das muss ja zusammenhängen sein, ne? Da kommst du nicht drum rum. Es muss zusammenhängen sein. 51. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 71. We put our love into this. Tja. Ein einzelnes Feld lasse ich jetzt mal sein. Ganz, also es sieht so einfach schöner aus. Jetzt bin ich dann halt doch jemand, der dann gerne auch mal so ein bisschen nach Optik arbeitet, ne? So, denen fehlt Arbeitskraft, aber das kriegen wir hin, wenn wir das jetzt hier nämlich zum Teufel schicken. So, das Schweinlergedöns, das lassen wir mal. Was ist das hier? Die Schaffarm. Wie gesagt, die Schaffarm wird jetzt auch nach hinten verlagert. Ich habe sie gerade eben erst... Ja, das hätte ich mir sparen können. die Kartoffelfarm lassen wir mal hier. Fingers, lads. Ja, pack jetzt dahin.
Eins, zwei. Something for all seasons. Drei. Wenn ich direkt hier schon wieder abreiße. Hätte ich das Ding jetzt aber auch niemals hier bebauen müssen, die Trade Union. So, die Trade Union schicke ich gleich mal wieder zum Teufel. Wie gesagt, ich baue das jetzt alles da hinten hin. Trade Union, die ich jetzt hier hinbaue. Is the belt running faster than usual? Mit Komma kann ich es ja drehen, aber es ändert halt nichts. Ja, dann mache ich die Trade Union hier so hin. Dann brauchen wir... I love the smell of dew. Das hier noch, das passt da jetzt wieder mal nicht hin. I had a job unpicking old rope once. Dann machen wir das da noch hin. So, weil dann kommt nämlich der da auch weg. Ne, warte mal, das ist ja doch die Knitter, ja. Weg mit. Den können wir noch mal ganz kurz lassen. So, also wie gesagt, das werden wir alles auch noch jetzt nach hinten verlagern, aber eins nach dem anderen. Das ist jetzt die Schnapsdistillerie, die ich jetzt hier hinpacken will. Schnaps. Ah, die passt da rein. Perfekt. Die Schnapsdistillerie kommt hier weg. Oder ich mache das jetzt wirklich gleich alles. Mag leckerlich klingen, aber jetzt mache ich das Schlachthaus tatsächlich da oben. Wobei, erstmal jetzt mache ich das die Schweinefarm. Das hätte ich ja gleich von Anfang an so planen können. Ne? Hab ich aber nicht. So viel dazu. Warte mal, ich brauche noch das Sägewerk. Ich habe noch gar kein Sägewerk gebaut, ne? Doch, habe ich. Okay, da ist ein Sägewerk. I've just been delving into your heritage. Schweinefarm. Macht, was immer eine Schweinefarm tut. Ja, dahin. Da müssen jetzt halt wieder von den Teilen hingebaut werden. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. So, genau, die sind jetzt hier am Start. Ausgelagert inzwischen. Und jetzt kommt das Schlachthaus da oben hin. Kostet halt wieder Bricks, ne? Und das Ding, wo will ich das hinpacken? Packe ich dann hier so hin. Ach nee, hab ich übersehen. Ja komm, dann mache ich den dahin, oder? Darling, bring your party's hat. Ja, komm. So, und jetzt reiße ich das hier ab. So, unser Örtchen hat jetzt hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen Raum gewonnen. Und jetzt können wir deswegen ein paar Farmer-Residenzen hier noch hinsetzen. Oh, ich sehe gerade, da passen gar keine Häuschen mehr hin. Also egal, das ist halb so schlimm hier. Das ist halb so schlimm. Genau, weil der Marketplace, der... Ah, die sind gerade noch so hier im Einflussbereich des Marketplaces, okay. Muss ich also auch berücksichtigen. In früheren Spielen konnte man ja, glaube ich, hat man das irgendwie anders gesehen. Da haben die Leute sich dann ganz, ganz hardcore beschwert. Aber das scheint alles noch hier im grünen Bereich zu sein. Also im hellgrünen Bereich, aber es ist im grünen Bereich und das ist das Wichtige. So, mehr Leute anlocken bitte. Wir brauchen mehr Bevölkerung. Und hier könnten wir theoretisch noch so einen richtigen Park hinsetzen. Ne? Dry wall fell on her. Nothing could be done. Aber erstmal muss ich eine Wiese hin, so eine richtige Wiese. Also hier geht tatsächlich nichts allein. Das Lustige ist, dass man es nicht draufsetzen. Du musst erst wieder wildes Gedöns hier wachsen lassen, um dann hier wiederum
fish pie smells good. Kunstbaum hinzusetzen. Boah, soll mir aber recht sein. Ja. So, jetzt eine angenehme Nachbarschaft, hoffe ich jetzt mal. So, wir bekommen mehr Arbeitskräfte. Ich muss jetzt bloß gucken, wie die Auslastung ist. Also das Ding ist ausgelastet. Missing Farm Fields. Ja, dem fehlt halt immer noch ein Farmfield. Ich muss es halt leider zusammenhängend da hinsetzen. Da kommt das eine Feld halt da noch hin, auch so total schräg aussieht. 72, das müsst ihr mal genau ausrechnen. 72 ist also eine komische Zahl. Hälfte von 36, da wiederum davon die Hälfte ist 18. Du könntest also in 9er Feldern machen. 9er Felder wären quasi die Logen. Hinterrichtend. Oder Dreierfelder. Also so ein langes, schmales Dreierfeld oder so ein Neunerfelder. So 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 wären das jetzt hier. Ja, Neunerfelder ist ja schon eine ganze Menge. Ist ja so breit. Keine Ahnung. Ich hab's halt hier falsch gemacht. Hätt's anders machen sollen. Aber man kann hier einzelne Felder machen. Lasst es uns mal anders liegen. Wir fehlen jetzt noch. Jetzt haben wir 68. Ich brauche noch 4. Na toll. Statt es richtig zu machen, mache ich es jetzt erstmal gleich nochmal so richtig schön falsch. Wir fehlen mir jetzt hier wieder so mal bei 3. Jetzt fehlen mir tatsächlich 9. Ja, und jetzt sind es noch 5. Ja, das Gute ist, das sind genau 5. 1, 2, 3. Ne, es sind. Ich krieg's hier einfach nicht hin. Ich krieg's hier einfach nicht hin. Scheiße. Egal. Wir lassen das jetzt hier einfach. Ah, freilich, ihr völlig. Once we're done here. Stört mich jetzt auch nicht wirklich. So wie die Arbeitskraft fehlt hier noch 9. Also ich brauche, so wie es aussieht, mehr Bürger. Also mehr Worker. Das heißt, ich muss Leute upgraden. Kann ich die upgraden? Promotion not possible. Warum ist die Promotion not possible? Ich kann diese Leute gerade eben alle nicht upgraden, wie ich gerade eben feststelle. Oder muss ich jetzt andere Dinge tun, einfach um die Worker hier quasi gerade upgraden? Halt! So, jetzt ist es auch da, der Drill. Wir machen übrigens Plus, was Geld angeht. Finde ich sehr cool. Was ist da los? Very low fire chance. Surrounding buildings, fire station. Okay. Irgendetwas stört die Leute. Was ist das hier? Red. Aber ich kann Red momentan noch nicht machen. Ich muss Brick Streets erstmal hier irgendwie einrichten. Hier so quasi die Main Street oder so in Brick Streets verwandeln. Kostet halt eine Menge Bricks. Hat eine Menge von meinen Bricks jetzt gerade eben verbraucht, aber das wird wahrscheinlich nicht gereicht haben, ne? Das wird kein Faktor für diese Leute sein. Ja, die können doch nicht abgegradet werden, weil sie nicht voll sind. Die könnten upgraded werden, aber ich möchte halt die hier haben, ne? Die halt hier so direkt am Hafen sind. Die möchte ich gerne upgraden, damit man gleich reinkommt und das Gefühl hat, wow, was für eine Stadt. Apropos wow, wo ist mein Schiff? Geht ja immer noch rum. Hat, ah, hier gibt's Grape, also Weintrauben. Okay. Ja, schick ich's mal da. Das ist einfach auch nochmal irgendwie eine Insel.
Und was da ist, das werden wir frühestens beim nächsten Mal erleben, liebe Leute. Denn wir müssen leider wieder aufhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit, ne? Tschüss und Ade.